Das ne, hatten wir ja auch schon was. The Grave, das Grab, das wir uns schaufeln. Ne? Nummer 1, Episode 2, der erste Test. Irgendwo in der Nähe der Erde, in einer schwer oder wenig beleuchteten Höhle. Das Trio der Maulwürfe, da drin. Sucht nach unbezahlbaren Schätzen. Mulia. Hey, Gang! Das ist gar nicht so schlecht. Diese Höhle ist sehr viel heller, als ich dachte, und das sind Steine überall. Ich bin sicher, wir werden wertvolles Erz um Handumdrehen finden. Miep. Ja, also es ist wirklich nicht so unheimlich. Ich glaube, ich mache weiter diese Felsen kaputt und schreie, wenn du irgendwas Interessantes findest. Moss. Oui? Was ist das? Ich glaube, ich habe etwas gefunden im Inneren dieses Steines. Ach, war nichts. Es ist nur ein bisschen Debris. Nichts Besonderes. Als ihre Spitzhacken weiter schwingen, es wird die Luft dick von Staub und plötzlich ertönt ein hoher Schrei. Molier. Hast du etwas gesagt, Mie? Ich dachte, ich habe über jemanden schreien gehört. Das war ich nicht. Das muss eine Fledermaus. Eine große oder. Große rotäugige Fledermaus fliegt über die Köpfe der Maulwürfe hinweg, bereit zuzuschlagen. Miep, ah, hilf mir, Hilfe, Hilfe! Es will immer, ich gehe in mein Gesicht. Moss, zeig niemals Angst. Ich, auf der mit dem Egal bringen, den Feind nieder. Oui. Mit einer Schwung von meiner Spitzhacke werde ich sie auf den Boden schmettern. Und so hat der heroische Moss den Tag gerettet, hat denn das fliegende Ungetüm bezwungen. Aber die Angst vor seiner Präsenz ist immer noch in Miebs Herz gefangen. Welche weiteren Aufgaben liegen vor unseren geliebten Maulwürfen? Schalte das nächste Mal ein, um es rauszufinden. Ups, Entschuldigung. Wir wollen noch die News. Was gibt es? Nothing special. Wisdom. Captain Miau, wie geht's dir? Das ist Captain Miau. Es tut mir leid, immer wieder. Etwas über Bienen? Oh, was? Wenn du ein mit Blumen übersätes Feld, ne, betreibst, könnten dort Bienen sein. Jo, die Fliegen sind gut fürs Ökosystem, aber schlechte Neuigkeit für Katzen. Die sind giftig, ja. Sind sehr territorial und sie werden ihr Bienenstöcke mit ihrem Leben beteiligen. Ja, okay, wegbleiben vom Bienennestern, es sei denn, du möchtest kämpfen. Immer wenn du dann doch in Streit gerätst, könntest du mit einem besonderen Preis belohnt werden. Wenn du es kaputt machst, kann man Honigwaben, ne, sammeln. Ein besonderes Item, das immun macht zu allen negativen Schadenseffekten, besonders auch Gift und für eine kurze Zeit. Okay, also besonders abenteuerlose Katzen werden öfter ein bisschen davon nehmen von Honeycomb. Einen gefährlichen Platz Schutz braucht. Es ist wert, es zu versuchen. Was, wenn du versuchst, ein Ziel zu erreichen? Musst du deine, ich habe keine Ahnung, in den Vorderkopf irgendwas bringen? Und je klarer das Bild, ach, du musst es dir vorstellen. Du musst es, ne? Was du erreichen willst. Und je klarer das Bild ist, desto besser funktioniert's. Ja. Okay. Es ist der siebte. Es ist der Hammer. Ich weiß, ich weiß. Okay, wir nennen das nicht. Hier, wir wollen Plant Food. Wir können aus Steinen Plant Food machen. Fantastisch. Ne, machen wir einfach, warum nicht? Okay, Dankeschön. Also, Plant Food ist gar nicht schwer zu bekommen, würde ich mal sagen. Jetzt, wenn wir jetzt sagen, nachdem wir ein bisschen gedingst haben. Zack, zack. Ups, ups, zack, ups. Nein. Sag mal, jetzt, bitteschön. Aufheben, bitte. Aufheben. Dankeschön. Haben wir noch einen Bug irgendwie? Wir haben doch da die Motte. Interessiert mich, ob er die Motte auch mag. Hey, Spark. Wie wäre es mit einer Motte? Ach, bitteschön. Du bist der Beste. Was war noch die gleiche Reaktion? Sch ich schleiche mich an diesen Schmetterling heran. Lass sie nicht davon kommen. Ich weiß, dass man sich an Käfer nicht ranschleichen muss. Ich tue es einfach für den Spaß.
Okay, sie mag vermutlich keinen. Wie wär's mit Marigold? Ist ankommen. Komm her. Willst du was? Willst du was? Hier, bitteschön. Danke. Ja, ist auch wieder so mäßig begeistert. Okay, da ging es wieder um das Wasser. Items? Nö, eigentlich. Oh, ich habe ganz schön viel dabei schon wieder. Was ist das hier? Art Shell Spiral. Naja, komm, ist egal. Wir verkaufen das da. Wir kaufen die Motte. Wir kaufen den Käfer. Lavendel. Okay, das benutzen wir einfach gleich wieder. Dann das behalten wir. Amount of Health. Health. Einfacher ranzuschleichen, das brauchen wir nicht. Wir sind Profijäger. Der Pilz, ne? Morell. Das ist aber nicht, was Dings ich wollte, oder? Haben wir hier Tasklog. Ah ja. Coming soon. Ich meine, wir sind in der Demo. Toad. Tja, haben wir nicht. Wren? Ein Vogel ist das. Wren. Okay. Und das auf die 40, das können wir gar nicht machen, aber ist ja egal. Ist ja egal. Wir können das behalten, nicht wahr? Ein Vogel will der haben, der Junge. Coco und Ellie. Ein Wren. Was auch immer Wren für ein Vogel ist. So, warte mal. Wir haben Heilung dabei. Wir haben ein bisschen Essen dabei. Wir machen uns jetzt auf die. Oh, das ist nochmal Heilung. Sehr gut, sehr gut. Daisy, warum auch nicht? Und dann nochmal was. Großartig, was hier wächst. Wir gehen jetzt, ich gehe jetzt erstmal nach links. Da gehen wir einmal außen rum, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal danach, wie es weitergeht. Ob wir da noch leben. Aber wir legen es jetzt drauf an. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal ein bisschen durch. Ganz nach außen. Und dann nach drüben. Oh, schöner Wasserfall. Oder war noch Heilung? Moment. Die nehmen wir mal mit. Weil wir werden uns vermutlich noch bitchen müssen. Schlagen müssen. Was auch immer. Wir mischen uns prügeln. Ich wollte springen. Ich will lassen, dass er springen, aber ich schlage ja. Ich schlage ja zu. Einfach so. Bam, bam. War eine kleine Maus. Das ist ein Vögelchen. Den nehmen wir mit. Der hat uns schief angeguckt, okay? Gucken wir mal, was hier gibt. Ist hier was Interessantes? Welche Ruinen? Pflanzen? Okay. Nichts übermäßig spannend. Bandes. Eine Pfote ist da. Okay, können wir aber gerade nicht benutzen. Auch eine Pfote. Oh, die blinken jetzt beide. Müssen wir die einschalten? Oh, wir laufen da drüber und dann. Aber auch in der. Oha! Du hast da eine Power-Tatze gefunden. Eine Kraft-Tatze. Du bist, irgendwas erfüllt mit dem Token. Der maximale Hunger ist in. Ah, geil. Okay. Okay, das ist cool. Das hat sich ja schon mal ein bisschen gelohnt. Dabei darüber können wir nicht. Wir sind außen, ne? Ja. Fantastisch. Chain of Lakes. Wir gehen jetzt außen rum. Schauen mal, was es hier so Schönes gibt. Ah, da ist noch was zur Heilung. Geil. Wir uns noch mit ein paar Leuten anlegen. Wenn wir das denn möchten. Ich meine. Wir sind natürlich. Oh, warte. Vielleicht finde ich zufällig das Viech, was er möchte. Ren, das war. Ren, 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 Ren. Ne? Ren, ankommen. Okay. Ich möchte dann gerne noch mehr finden. Sind die dann hier in der Nähe irgendwie? Ren, Ren, Ren. Werden wir vielleicht auch mal noch. Vielleicht einen Moment hier? Oh, eigentlich habe ich die Zeit nicht. Ist da unten noch einer? Kann es sein? Das sieht aus wie. Wäre da noch ein Vögelchen? Wir sind näher, wir sind näher. Eines ist nur ein Fragezeichen. Heißt es entweder, wir kennen das nicht oder. Ah, das ist ein Hase, aber ich möchte gern. Habe ich jetzt den richtigen? Und. Bäm. Was war's? Ja, mein Friend. Finden wir hier noch einen zufällig? Da oben ist noch einer. Wir kriegen die Mission. Das dauert jetzt gar nicht lang. Da könnt ihr mir, ne? Ne, den Hasen noch kurz mitkommen. Der ist so nah. Bäm. Oh, einfach ein Hase. Ich meine, der ist.
Also ein Hase ist ja quasi so groß wie ein, also fast schon so groß wie eine Katze. Das ist ganz schön krass, wenn du mich fragst. Wir wollen weiter sneaken. Wollen weiter sneaken. Komm her und bam. Du gehörst mir. Ja, das war knapp. Fantastisch. Ja, ich kann den Task erfüllen. Jetzt ist hier Swamp. Vielleicht finden wir noch Pilze und so. Können wir da alle Tasks erfüllen? Da guckst du aber. Wir kaputt machen hier. Okay. Okay. Das ist toll. Wir haben das Friend gefunden. Wir können unseren einen Freund können wir glücklich machen. Die alte Farm. Aber hier ist halt auch irgendwas. Was ist das hier? Können wir nicht lesen? Wow. Gibt es vielleicht auch irgendwas Cooles zu holen? Was ist das noch? Das war aber nicht Katzenminze zufällig auch wieder. Peppermint. Naja. Kann man benutzen. Warum nicht? Beere. Gibt's hier noch irgendwas? Guck mal, das da. Nein, ernsthaft? Ist ja geil. Was gibt das hier? Ach, maximales Leben. Auch sehr praktisch. Bin ich auch immer, wow, ein großer Fan von. Wahrscheinlich in den verschiedenen Orten verschiedene Sachen zu finden. Verschiedene Tokens. Noch eine Beere. Großartig. Da haben wir schon ein paar coole Sachen gefunden jetzt schon wieder. Also, ne, wir sind jetzt noch nicht so lange unterwegs, aber zwei Sachen haben wir jetzt schon. Cool, hier sind Kristalle. Bäm. Die nicht kaputt machen. Eichhörnchen. Ich nehme mich mit. Ja. Da ist auch irgendwas Mysteriöses. Nichts, was ich jetzt direkt machen konnte. Stein kaputt machen? Nein. Diesen Baum befragen? Nein. Kann ich das? Nein. Okay, aber sah schön aus. Dann gehen wir weiter rüber. Ich lasse jetzt die Beere da. Ich weiß, ich habe sie gesehen. Ich habe die Beere gesehen. Aber wir latschen jetzt weiter. Claypits. Wir mussten noch gar nicht krass kämpfen irgendwie. Oh, hier finden wir vielleicht die Bienen von denen, die. Yep. Oder. Ne, ist keine Biene. Aber wow, sind hier viele Blümchen. Ne? Also so als. Oh, guck mal. Okay, hier gibt es wieder eine Tatze. Da ist noch eine. Da. Drei. Vier. Fünf. Ja. Fantastisch. Guck es dir an. Das ist ja der Hammer, was wir hier abräumen sind. Fantastisch. Ach, Social Grace. Ach, meine Sozialfähigkeiten oder was heißt das? Was man nicht alles verbessern kann, nicht wahr? Nur nicht Wren essen. Wren dürfen wir nicht essen. Das müssen wir mal abgeben. Oh. Der hatte irgendwie besonderes Ding. Schwerer zu fangen. Doof. 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 So. Rare. Oh. Es ist selten. Das könnte mir vermutlich auch noch jemand schenken. Wenn es jemand mag. Am Ende heißt es auch nur wieder so. Bäh. Tschö. Ich bin nicht sauer oder enttäuscht, weil die Leute nicht das mögen, was ich sage, dass sie mögen sollen. Da war noch eine Hase. Die hätten wir auch lassen können. Bäh. Egal, noch ein Hase, geh weg. Das haben wir schon. Gehen wir hier weiter. Wir laufen jetzt nicht jeden Zentimeter so ab. Millimeter, whatever. Aber wir schauen uns um. Schöne Treppen hier. Badum, badum. Warte, kommen wir auch an der anderen Seite wieder runter? Oder hier rüber? Rauslaufen? Wenn wir tatsächlich. Sind wir auch richtig auf dem Berg. Ja, wir sind rechts in der Ecke. Das heißt, es geht jetzt nach unten. Aber ist schon beschäftigt den ganzen Tag, wenn man hier einmal ein bisschen rum, außen rumlaufen möchte. Oh, hier sind Bienen. Sehr territorial. Wo haben die ihr Nest? Oh, das ist ein bisschen viel Leben. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Gab's nicht irgendwie was mit gegen Gift und so?
Teufelsbräuschen. Oh, Bräuschen. Ich habe mein Deutsch verlernt vor lauter Vergiftigung. Vergiftigung ist das richtige Wort. Total. So, Beere. Die gucken mich so an, hey. Die sind so. So, na? Na? Ich habe noch nichts gesehen, was irgendwie nach Pilz aussieht. Für den lieben. Vier Toad. Vier Toadse. Das sind ja vermutlich nicht so krass selten. Nicht wahr, nicht wahr. Nicht wahr, nicht wahr. Ja, ja, ja. Wie ist das? Nicht wahr? Tja. Das ist ein bisschen viel, nicht wahr. Nicht wahr, was? Ich will Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. To Grim Cleary. Okay, okay, okay. Warte mal, war das Ding gemeint mit von wegen Influence in the Region? Okay, wir haben hier wie viel? 6%. Ach, so ist das gemeint, oder? Wenn wir jetzt das nehmen und dann essen. Oh, so small ist der Amount, finde ich gar nicht. Gar nicht, finde ich, so rum. Wenn du die anpflanzt, kannst du dich auch so einfach hoch ziehen, in Anführungszeichen. Einfluss. Ihr könnt doch bitte. Oh, hier gibt Lava. Tut schon weh. Ah, das tat weh. Ich meine, wenn man kommen sehen könnte, aber wenn man es nicht ausprobiert, kann man es nicht wissen, oder? Okay. Okay, okay, okay. Aha, 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 aha. Gibt es hier Pilze? Ich wünschte, ich hätte meine. Ich hab die doch, oder? Habe ich die nicht dabei? Habe ich die nicht dabei? Apply. Und los. Ein bisschen Licht. Es hilft jetzt nicht so krass viel, aber hey, wenigstens ein bisschen Licht. Wo sind die Pilze? Wo sind die Pilze? Oh, da war eine. Ist sie noch da? War da nicht eine Schlange? Die hätte ich mir gern, naja, egal. Wann anders? In einem anderen Leben, Lava. Eine Menge Lava. Wir gehen weiter. Wow, das ist wirklich, viel Lava. Wir sind unten rechts. Oh, okay. So, gehen wir noch. Oh nein, es ist 12. Wir wollen hier draußen vermutlich nicht ohnmächtig werden. Aber gut, wir können. Dann könnten wir auch gleich mal austesten. Für euch. Ich tue das nur für euch. Wann wir ohnmächtig werden. Hier regnet es. Da müsst ihr eigentlich voll dampfen. Da kommt Strand. Wow. Okay. Kann ich jetzt einfach rüberschwimmen? Das ist eine Menge Wasser, muss ich sagen. Das ist eine Menge Wasser. Autsch, autsch, wir ertrinken. Gar kein Problem. Oh, kein Problem. Essen wir gleich noch ein bisschen höher, wenn wir schon das verlieren werden. Zack. Weil wir ohnmächtig werden. Gleich ist es eins. Oh, das war das, ne, das besondere Viech. Ja, nehmen wir noch mehr. Warte, wo sind wir? Oh, unten. Wir bleiben unten. Jetzt ist eins. Ich bin gespannt, ob wir hier auch wie bei Stardew Valley einfach um zwei. Oh, eine Koralle. Hatten wir noch nicht. Um zwei ohnmächtig werden. Oder. Was ist das noch? War so eine Maus, oder? Hm. Nichts Besonderes. 1.30 Uhr. Seien Sie gespannt. Es ist bereits der 8. Die Demo nähert sich langsam dem Ende. Okay, langsam, ne? Aua! Kleine, heilige. Oh. Ciao. Gleich werden wir ohnmächtig, oder? Oder. Wie sieht's aus? Wir können bestimmt nicht die ganze Nacht aufbleiben. Ich kann mir nicht vorstellen. Es ist 2 Uhr morgens. Gibt es kein Limit? Das ist eine Schlange. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Eine Schlange. Snake. Ist auch rare. Rare ist es. Wir können doch nicht einfach. Also. Offensichtlich können wir. Es ist jetzt. Ich weiß nicht, wo das Limit ist. Oh, was ist das für ein schöner Stein? Oh, können wir nichts mehr machen. So. Swamp Corner. Die Ecke vom Swamp. Swampyline. Es ist 3 Uhr. Wir rennen hier immer noch rum. Hä? Und ich dachte, ne? Hast noch was von Heilung? Heilung ist super.
wenn wir es nicht mehr lang brauchen werden. Ich bin schon ganz wehmütig. Ganz räudig, wollte ich sagen. Was ist nur los mit mir? Das muss die Uhrzeit sein. Um 3:30 Uhr morgens, da ist man nicht mehr zu gebrauchen. So, aber was passiert dann? Verliere ich Leben? Nö. Geht der Hunger schneller runter? Ja. Vor allem irgendwann ist ja wieder Tag. Okay. Okay. Irgendwelche schönen Steine. Okay. Hier waren wir, oder? Ja. Jetzt sind wir einmal außen rum gerannt. Es ist 4 Uhr morgens. Ja, guck mal meine roten Augen an. Ey, ich bin total übermüdet. Ist ja furchtbar. Oh. Oh nein, das wollte ich auch nicht essen. Ankommen? Haben wir was mit kommen? Ob sie die mit einem Stern essen, ist halt egal. Wir beschenken Leute. Ist jetzt eigentlich jemand wach um die Uhrzeit? Das würde mich interessieren. Einfach nach rechts gehen. Ah, ist ein Battle. Ich will mich eigentlich nicht betteln, aber hey. Mitten in der Nacht wird gebettelt. Oha. Sterben dann auch einfach die. Oh, die sind alle gestorben. Toll. Ja, the battle is won. Toll, großartig. Ihr habt gewonnen. Alle anderen sind tot, aber hey. Du hast gewonnen. Hm. Angenehm. Das ist toll. Es ist 5 Uhr morgens. Ich muss nicht schlafen gehen. Das ist verrückt. Warum gibt es das Bett dann? Mich zu erholen soll? Wenn ich jetzt ins Bett gehe. Oh, warte mal. Wenn ich noch Pflanzenfutter. Bäm, 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 bäm. Bäm. Nehme ich das bitte aus der Hand? Oh, die sind ja zum Ernten da. Trollali und trollala. Hm. Können wir ja, ne? Warum ist, ich speichere mal, okay? Wir nutzen das Bett wenigstens mal zum Speichern. Save Progress. Und da sollen wir auch schlafen gehen. Was passiert, wenn ich dann... Ich lege mich kurz hin und dann ist hoffentlich nicht der 9. Okay. Es ist noch der... Es ist 3 Uhr nachmittags. Großartig. Da habe ich meine Zeit gut rumgebracht.